Liebe Mitstreiter für ein friedliches und freies Deutschland, noch einmal mein tief empfundener Dank dafür, dass es euch gibt. Wir fordern am 3. Oktober, 5 Tage vor der bayerischen Landtagswahl, nicht nur den Frieden in der Ukraine, nicht nur den Frieden im Außen, wir wollen auch den Frieden im Inneren. Und ja, wir können uns in diesem Land in allen Sachfragen gerne trefflich streiten. Auch gerne mit harten Bandagen. Solange das Fundament stimmt. Und das Fundament der Bundesrepublik Deutschland ist, dass wir uns aus guten historischen Gründen darin einig sind, dass wir in Recht und Freiheit leben wollen. Und nun wird das Recht immer mehr mit zweierlei Maß gemessen. Und Rechtssicherheit ist immer weniger gegeben. Und hier steht es um die Würde und um die Freiheit. Nicht nur werden wir als zu manipulierende Masse betrachtet, was an sich schon schlicht entwürdigend ist und für mich nicht mit Artikel 1 des Grundgesetzes vereinbar. Nein. Staatsoberhaupt und Regierung beschimpfen inzwischen offen ihr Volk und die postdemokratischen Zustände erreichen eine Qualität, die sie in der Hinsicht nicht einmal während der Corona-Krise hatte. Denn der Hass kommt von ganz oben, von Staatsoberhaupt und Regierung. Und wenn ein Bundeskanzler oppositionelle Menschen als gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, bezeichnet, dann entmenschlicht und verteufelt er diese Menschen. Und das buchstäblich, wörtlich. Man gesteht uns nicht einmal mehr zu, eine eigene Haltung, eine eigene Meinung zum Geschehen zu finden. Wenn wir das tun, werden wir als Demokratiefeinde verächtlich gemacht, entmenschlicht und verteufelt. Diese Regierung reißt das Fundament, auf dem unser Land steht, unter ihm heraus. Lass uns dieses Fundament einfordern. Lass es uns am Tag der deutschen Einheit tun. Lass es uns an genau dem Ort tun, an dem nicht mein Kanzler Scholz euch als Kreaturen aus der Hölle bezeichnet hat. Am Münchner Marienplatz um 14 Uhr. Für den Frieden im Inneren, für die Basis, auf der Frieden im Inneren überhaupt existieren kann, für Einigkeit in Recht und Freiheit. Liebe Mitstreiter, wir sehen uns auf der Straße. Die Opposition auf der Straße, die jenseits der Wahlurnen, wird nicht weichen, bis Frieden, Recht und Freiheit hergestellt sind.